ich den hier aktiviere. Ich glaube nicht, dass ich dadurch irgendwas bekommen werde. Ich habe nur Angst, wenn ich irgendwas hier mache, dass das Level dann vorbei ist, ne? Und ich muss es nochmal machen. Ich muss jetzt nicht so schlimm wäre, aber ich würde es gerne beim ersten Mal einfach schaffen. So. Das ist vielleicht jetzt Blow einfach schon. Das wäre natürlich auch geil. Ja, das wird aber auch nichts sein. Ah! Komm schon! Nicht so. Ja, komm, wir gehen, wir suchen erst. Na, guck mal, was da oben ist. Es ist so schlecht, es ist so schlecht. Was aber fehlt, ist der rote Stein. Ach, guck mal! Ach, wer hat sich denn da versteckt? Ich hab dich doch ganz genau gesehen, du Sack gerade. Wie krieg ich dich denn da raus? So, und dich. Also ein Grün, der ist schon, war schon ein paar Meter vorne. Kommen wir erstmal am Roten vorbei. Richtig. Jawohl. Mal hoch. Aber wo ist der rote Stein? Das wäre echt interessant zu wissen. Ich habe jetzt nicht gemerkt, wo die grüne Plattform ist. Vielleicht wäre es auch sinnvoller gewesen, wenn ich von der links weiter geschwommen wäre. Ich mag aber die Charaktere im Aquarium. Haben die sehr schön geschrieben. So, vielleicht hier irgendwie. Ah, ich weiß, wo der rote Stein ist. Alles klar. Perfekt. Hey, guckt euch mal hier die Tiki-Statue an, ne? Guckt mal, was da ist. Ein Knopf. Kapuff. Was? Ey, da ist ein Knopf. Ich seh's doch ganz genau. Hallo. Willst du mich verarschen? Ich krieg's nicht hin. Da ist doch ein Knopf. Jetzt sieht doch blind damit Krüppmann. Mann. No, 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 no. Da ist das doch. Achso, ich kann einfach. Achso. Ich kann ihn einfach rausnehmen. Entschuldigung. Ja, ich dachte, ich müsste ihn rausschießen. Mein Fehler. Ja, sauber. Okay, dann haben wir das auf jeden Fall auch schon mal geregelt. Dann dürfen wir hier eigentlich alle Sterne auch schon wieder haben. So. Ah, nee, das war hier noch nicht. War das Bäumchen noch? Da muss ich noch hinter. Und siehe da. Dabdala. Der zweite Stern gehört uns. Stern. Howard Stern. Gut, okay. Ah, da können wir uns jetzt einfach wieder. Ach, guck mal, wie schnell wir sind. Dem eigentlichen widmen. So. Wie wirst du hinterher aussehen, Kollege? Nee! Ach ja, ich weiß was. Ah ja, okay, es macht sogar Sinn. Das macht wirklich Sinn. Weil, also eigentlich hat hier, glaube ich, jeder Fisch einen psychischen Knacks irgendwie. Auch dieser Fisch ist davon natürlich nicht ausgeschlossen. Also Schwanzflosse, das ist Fresse da oben. Das ist Rückenflosse, das heißt, die Schwanzflosse müsste wahrscheinlich erstmal nach hier. Das heißt, ich denke mal, dass das weiße Gerät unten links sein wird. Oder? Na, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ja, doch, das ist... Doch, doch, das wird so sein. So, zack, 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 zack. So, ich glaube, das ist schon mal ein guter Anfang vielleicht. Ich muss nur noch irgendwie, irgendwo und irgendwann das hier hochkriegen, denke ich mal, vielleicht. Dip. Dip. Na, schade. Hat leider nicht funktioniert. So wie ich es wollte. Naja, wobei, das ist aber auch nicht richtig. Scheiße. Ja. Das sieht doch schon mal gut aus, ne? Die beiden, die sind doch schon mal... Aber holla die Waldfee. Aber, warte mal. Das heißt... Ne, ich habe keine Ahnung, ehrlich zu sein gerade. Das würde ja gar keinen Sinn machen, wenn der hier... Weil ich überlege halt, sonst war immer unten rechts das Feld frei, ne? Und
Aber der Fisch ist nicht groß, das weiß ich, aber... Ich habe keine Ahnung. Das ist natürlich jetzt... Also wenn ich jemals andersweise weiß, wie der hinterher aussieht, dann ist das schwierig. Weil ich brauche hier unten ja auch noch was. Oder macht der die Fresse dann fertig? Wahrscheinlich wird es so sein, ne? Dann ist in Ordnung, habe ich auch nichts gesagt. So, der muss dahin, genau. Nach oben rechts. Oh, Entschuldigung. Ah, da ist ein Stückchen blau. Schau mal ihn an. Das habe ich jetzt gar nicht gerallt. Das heißt, also falsch hätte ich den hier nicht platzieren können. Das heißt, er kommt auch ganz nach oben rechts in die Ecke. So, dann schiebe ich einmal hier alles rum. So, so. So, dann scheint ja jetzt zumindest schon mal richtig zu sein. Versuchen wir uns mal jetzt verzweifelt um den Rest zu kümmern. Ja, doch, verzweifelt, das wird schon ganz gut treffen. Wartet ab, wartet ab. Oh, sind die schon wieder in der falschen Reihenfolge. Wie schwer ist das, ey. Also gucken, wie das hier aussieht. Ja, ganz. Das könnte sogar passen, ja. Doch. So, und klack. So, ist auch gut. Jetzt muss ich die Fresse auch schon ein bisschen bewegen. So, so, jo. Das Schöne ist ja, das sind ja schon keine schweren Rätsel. Das sind jetzt schon nur die 9er-Rätsel, die wir hier haben. Also 9er bedeutet nur, dass es um 9 Schiebungen geht hier. Und 9 Sachen, die wir schieben können, besser gesagt. So, die sollte ich auch schon mal runterholen vielleicht. Man muss halt immer ein bisschen kombinieren, schon direkt ein paar Sachen parallel versuchen zu machen. Der muss zwar nicht nach unten, aber ist ja nicht schlimm. So. Wie es aussieht. Okay, die beiden werden zusammenpassen. Ja, den brauche ich auch schon mal so langsam auf der Seite. Den brauche ich noch. Den brauche ich unten hier oben. Komm. Zack. Ich glaube, der hier wird's. Den brauche ich unten, glaube ich. So. Das sieht scheiße aus. Das war falsch. Supp. Supp. Suppenkettel. Schalala. So. Ja. Ganz kriegen wir noch nicht hin. Der muss nämlich auch nach unten. Das die beiden muss ich ja mal tauschen. Wollen wir tauschen? So. Ja, sieht doch schon besser aus, oder? Zack. Zack. Nein! Die beiden sind noch falsch, okay. Aber irgendwas stimmt aber auch so nicht, ne? Hey. Doch, doch, der ist gut, aber ja, okay, dann ist das der eine, der hier noch falsch ist. So. Ich kann mir das so sehr schlecht als Gesamtbild vorstellen, tatsächlich, ne? Da reicht meine Vorstellungskraft nie aus. Jamaika hat eine Bobmannschaft. Ah, oh, Kubanix war auch geil. So, Pumps. Ich weiß wirklich nicht, wie das aussieht. Welcher wo überhaupt hin muss. Passen die beiden denn zusammen? Ja, okay, die beiden passen auf jeden Fall. Die sind auch richtig. Der kommt da hin, ist ernsthaft? Weil den hier jetzt links in der Mitte, hätte ich nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Weil Fies sieht eh komisch aus. Ach Gott! Oh, wer ist denn das? Kennst du den Flo? Ja genau, weil sie hier, ne? Die guckt sich eigentlich normalerweise immer im Spiegelbild des Aquariums an. Und denkt immer, das ist ihre beste Freundin. Ja, deswegen. Also alle haben hier einen psychischen Knacks. Ne? Das heißt,
Das ist wahrscheinlich auch eine Message, ne? Tiere oder Fische, ist ja egal was, aus freier Wildbahn zu holen, ne? Das macht die Tiere kaputt mental. So, ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Kaffee, weil der ist schon kalt. Ich habe keinen Schluck genommen. Ist noch lauwarm. Ist okay. Gut, ja, dann kümmern wir uns jetzt mal um den letzten Bewohner des Aquariums. Den haben wir ja schon mal zumindest mal sehen dürfen. Wobei ich jetzt noch nicht genau weiß, wie ich an den rankommen soll. Und hier? Nee, hier war es noch nicht. Fjus. So. Da ist er. Da ist er. Was kann ich tun? Irgendwas mit dem Schiff wahrscheinlich, oder? Aha! Aha, aha. Hey, kleines Kerlchen. Hast du zufällig meine Freunde gesehen? Alle sogar. Wisst ihr, wo mein Papa ist? Schätzchen, dein Papa ist wahrscheinlich noch in der Tierhandlung. Tierhandlung? Ja, ich zum Beispiel komme aus Fronis Fischstübchen. Zoopalast. Fischers Fritz. Ebay. Quellekatalog. Und? Von wo kommst du? Ich komme aus dem Meer. Ah, aus dem Meer. Aus dem Meer? Hm. Ah! Er ist noch nicht desinfiziert worden. Jacques. Oui. Putzen. Oui. Wildfang. La mer. Bon. Voilà, er ist dabei. Wow, aus dem großen, weiten Meer. Wie ist es da? Groß und weit? Ich wusste es. Wow, er kommt aus dem Meer. Genau wie du, Kahn. Ja. Diesen Gesichtsausdruck kenne ich. An was denkst du gerade? Naja, ich denke, heute Abend bereiten wir dem Jungen einen ordentlichen Empfang. Ich will auch schon Jack bei mir zu Hause haben, der einfach alles sauber macht. Einfach, weil es den auch nervt. Das wäre schön. Ja, den Kalik, den haben wir jetzt noch nicht gesehen. Das ist der Anführer hier von den... wenn man ihn als Anführer nennen kann, bezeichnen kann, von den Aquariumsbewohnern. Die auch regelmäßig versuchen auszubrechen. Zu 28 haben wir schon mal. Hälfte der Sterne werden wir noch nicht ganz erreichen. Maskensuche? Hatten wir nicht schon mal? Ja, doch, ne? Die hatten wir schon mal. Was haben wir denn hier? Steine, Gegnerringe. In Ordnung. Aber wir widmen uns jetzt erstmal dem Bonuslevel. Also das fand ich jetzt eigentlich wirklich eine schöne Abwechslung, das Level. War schön ruhig, man musste ein bisschen erkunden. Aber in aller Ruhe, ne? Hat mir gut gefallen. Ach Gott, okay. Ein Memory-Spiel. Alles klar. Achso, das ist aber dreilagig, ne? Vorher war es nicht dreilagig. Pion. Ah, warte. So, so. Ich merke mir jetzt gerade gar nichts übrigens, ne? Hier? Ah, den haben wir gerade gesehen, oder? Ja, da ist er. Hervorragend. Den hatten wir irgendwo hier gehabt, so. Das wäre es auch gewesen. Ein glücklicher Seestern. Nein. Nein. Da ist er. So, wo war der jetzt? Was hier? Ha! Guck mal, es geht langsam. Achso, sind noch gar nicht so viele. Das andere war aber mehr, oder? Kann das sein? Das ist mir so ein Gefühl. Das waren dann drei Reihen, die gingen dann komplett einmal umeinander rum. Also es war halt komplett ein Rundel. Keine Ahnung. Wo war denn der Fette jetzt hier? Da war er doch. Zack. Als Kind habe ich so gerne Memory gespielt, ne? Das ist so unglaublich. Ich mochte das Spiel so gerne, wenn man so ein Spiel bezeichnen konnte. Ja, es war natürlich ein Spiel. Damals war halt alles noch ein bisschen anders. Da. Ja. Ich hab's noch drauf. Ja, warte, den hatte ich doch noch irgendwo hier auch gesehen, oder? Nein. Oh, ich vertue mich gerade komplett. Nein, da ist er doch, siehste. So, ach du Heiliger, wo hab ich dich schon mal? Stimmt, ne? Ist auf jeden Fall trotzdem echt nicht so umfangreich zu sein wie das andere. Auch wenn es jetzt drei Reihen sind, aber wie gesagt, das andere ging halt komplett einmal kreisrum. Ach, shit. Aber der Seestern war doch auch hier irgendwo, ne? Genau. Ah, da war der Fisch. Mit einem Fisch oder was? Nein. Da war er. Sowas kann man sich eigentlich immer so leicht merken, ne? Und das weiß ich auch schon wieder nicht mehr, wo der war. Oh, ja, den Bund hatten wir auch mal irgendwo mal gehabt. Ich wollte gerade sagen, die beiden müssen eigentlich nah beieinander sein, weil den habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. Was weg ist, ist weg. Nein.
Also auf der anderen Seite der Welt. Unter dem Meer. Ah, das ist der bunte. Shit. Das ist doch